So, in diesem Video wollen wir den F-Test für ein klassisches lineares Regressionsmodell herleiten. Wir haben also hier dieses KLM gegeben. Das X ist die Regressormatrix und Y ist die abhängige Variable. Und unsere Fehler sind normal verteilt, jeweils alle Fehler mit gleicher Varianz. Sigma Quadrat und alle unabhängig bzw. unkorreliert. Und was wir bei dem F-Test machen, ist, dass wir Hypothesen von dieser Form testen, wobei er eine Matrix ist. Beispielsweise, wir haben drei Koeffizienten, Beta 1, Beta 2 und Beta 3. Und wir wollen jetzt die Hypothese testen, dass Beta 1 gleich Beta 2 ist und dass Beta 3 gleich 2 ist und das gleichzeitig. Unsere Matrix wäre dann diese, also Groß R. Und wenn wir uns das anschauen, die erste Zeile bedeutet nichts anderes als Beta 1 minus Beta 2 gleich 0. Und die zweite Zeile würde bedeuten Beta 3 gleich 2, also genau diese Hypothese. Und solche Hypothesen kann man eben mit dem F-Test testen und das wollen wir jetzt herleiten. Wir haben jetzt eine Matrix R gegeben, ein klein r aus R hoch Q, wobei eben Q die Anzahl der Gleichungen ist und wir fordern auch, dass R vollen Rang hat. Jetzt haben wir den LS-Schätzer gegeben als die Inverse von x transponiert x mal x transponiert y und die hat eben die Verteilung mit Erwartungswert Beta und Varianz-Kovarianz-Matrix Sigma Quadrat mal die Inverse von x transponiert x. Wenn wir da jetzt R drauf multiplizieren und dann davon R abziehen, dann ist unser neuer Mittelwert gerade R Beta minus R, weil sich das quasi linear verhält. Und bei der Varianz kommt eben vorne das R dazu und hinten das R transponiert, weil wir eben das Beta-Dach mit R multiplizieren, also Rechenregeln von Varianzen von Zufallsvariablen. Und wenn wir jetzt das unter der Nullhypothese anschauen, also R Beta gleich R gilt, dann haben wir eben eine zentrierte multivariate Normalverteilung. Und dann wissen wir, dass wenn wir eben diese Normalverteilung nehmen und dieses Matrixprodukt anschauen, dass das dann eben Pi Quadrat verteilt ist. Das heißt, wir nehmen den Teil transponiert, dann mit der Inversen von der Varianz-Kovarianz-Matrix, also mit der Inversen von dem Ausdruck und dann nochmal mit dem Ausdruck. Das heißt so, und das ist dann Pi Quadrat verteilt mit Q Freiheitsgraden, wobei eben Q die Anzahl der Gleichungen ist. Jetzt wissen wir auch noch, dass der Schätzer für die Varianz in dem KLM hier gekennzeichnet durch das Sigma Quadrat Dach, dass das, wenn wir das durch Sigma Quadrat teilen, dass das Chi Quadrat verteilt ist mit n minus k durch n minus k, wobei eben das n die Anzahl der Beobachtungen ist. Und k die Anzahl der Variablen, also die Anzahl der Koeffizienten. Also hier ist Beta aus R hoch k. Genau, das heißt, wir haben jetzt hier zwei Chi-Quadrat-Verteilungen und die sind insbesondere voneinander unabhängig. Das folgt daraus, dass der Schätzer für die Varianz. Der folgt eben aus der, wird eben
durch die Fehler berechnet. Dieser Schätzer ist unabhängig von dem Beta-DAP. Was wichtig hier ist, nämlich was wir dann haben, ist, wenn wir eben diesen Ausdruck nehmen und den durch die Anzahl der Freiheitsgrade teilen und daneben diesen Ausdruck nehmen und da das Verhältnis uns anschauen, dann haben wir eben eine Pi-Quadratverteilung geteilt durch die Anzahl der Freiheitsgrade und im Nenner das Gleiche und diese Pi-Quadratverteilungen sind unabhängig und das ist gerade die Definition einer F-Verteilung. Also die F-Verteilung ist gerade so über diese zwei verschiedenen Pi-Quadratverteilungen definiert. Das heißt, wenn eben die Nullhypothese gilt, wenn das hier gilt, dann ist eben dieser Ausdruck ist dieser Ausdruck F verteilt mit Q und N minus K Freiheitsgraden. Jetzt kürze ich hier das Sigma-Quadrat mit dem Sigma-Quadrat weg und das kann man dann noch kompakter schreiben, nämlich so. Das heißt, hier steht dann da das Sigma-Quadrat-Dach drin. Und genau, was machen wir jetzt? Wir würden dann in dem Fall eben diesen Wert hier berechnen. Also das hier ist dann ein Skalar. Und wir berechnen dann diese Teststatistik und schauen dann, ob die Teststatistik größer ist als das 1 minus Alpha-Quantil, wobei eben Alpha ein vorgegebenes Signifikanzniveau ist. Und wenn das eben größer ist, dann würden wir in dem Fall die Nullhypothese ablehnen. Das heißt, in unserem Beispiel würden wir dann hier ablehnen, dass diese Koeffizienten eben nicht so gegeben sind.